So, könnte ein schwerer Schlag für den russischen Marinestützpunkt Sewastopol sein. Heute Nacht gab es nämlich schwere Explosionen im Hafengelände. Die Ukraine hat wohl mit Drohnen oder Raketen angegriffen. Der Blick auf den Zustand des russischen Militärs lässt zu wünschen übrig, schon bei der Luftabwehr. Bilder aus den sozialen Netzwerken zeigen von heute Nacht Aufnahmen von Einschlägen und Explosionen auf dem Marinestützpunkt Sewastopol auf der russisch besetzten Krim. Offenbar haben die Ukrainer die russischen Truppen wieder überrumpelt und sollen auch ein Trockendock zerstört haben. Letzte Aufnahmen eines Satelliten zeigen links ein großes Landungsboot und rechts ein Jagd-U-Boot der Kilo-Klasse in dem Dock. Russland bestätigt die Beschädigung zweier Schiffe. Zuvor hatte die Ukraine bereits die Rückeroberung mehrerer Gas- und Ölplattformen bekannt gegeben. Dadurch bekommt die Ukraine Bewegungsfreiheit im Schwarzen Meer. Und das, obwohl das Land keine Marine aufzubieten hat. Russische Schiffe kommen so in den Bereich von Antischiffsraketen, aber auch Luft- und besonders Seedrohnen. Tagbilder des Angriffs auf Sewastopol. Die Dominanz Russlands zu Wasser scheint zu schwinden. Seine einst unbesiegbar scheinende Flotte wird im Schwarzen Meer angreifbar und die Krim über Wasser aus für die Ukraine erreichbar.